Sohn. Sie sind die Beute. Wir sind die Raubtiere. Jungs, eure Mutter ist tot. Sie starb, weil du sie weggeschickt hast. Sie war schwach. Macht erwächst aus Stärke. Zeigst du Schwäche, bist du unseren Feinden ausgeliefert. Schießen, schießen. Er ist schwach wie seine Mutter. Lass ihn liegen. Was geschah an jenem Tag? Ich blickte dem Tod ins Auge. Und zum ersten Mal sah ich mein wahres Ich. Erzähl mir von diesem Jäger. Es heißt, er nutzt eine Verbindung zu Tieren, um seine Beute aufzuspüren. Stehst du auf seiner Liste? Gibt's nur einen Weg runter. Wir sind zu sechst und du bist allein. Noch seid ihr zu sechst. Warum jagst du? Mein Vater bringt Böses in die Welt. Ich entferne es. Du bist genau wie unser Vater. Nur ein weiterer Mann auf der Jagd nach einer Trophäe. Wir sind Mörder. Hat er uns das nicht gelehrt? Mr. Taglin? Wo ist Mr. Taglin? Oh, du stehst in ihm. Du bist ein gottverdammter Irrer. Oh, das ist dir jetzt erst aufgefallen? In jedem von uns steckt ein Tier. Warum glaubst du, nennt man mich wohl Rhino? Ich muss sagen, das nehme ich so und bin auf den fertigen Film gespannt. Aaron Taylor-Johnson total badass, animalisch, brutal. Das Blut im Trailer macht klar, wie Sony schon ankündigte, dass Kraven the Hunter ein R-Rated-Movie wird, also für Erwachsene und die Düsterheit dazu. Das ist eine Kombination, wo ich mich dann drauf freue. Und damit war es eben der erste Trailer zu Kraven the Hunter, den uns Sony Pictures voraussichtlich ab dem 5. Oktober in die deutschen Kinos bringt. Ein Film aus der Marvel-Welt rund um Kraven, ein ja doch ein Stück weit Bösewicht, der anscheinend Jagd auf Rhino macht und vor allem dabei ultra kompromisslos daherkommt. So ein bisschen Backstory sehen wir hier schon im Trailer und hinter ihm verbirgt sich der russische Einwanderer Sergei Kravinov und die Fähigkeit, vor allem nach einem Unfall und einer Art Symbiose mit der Wildheit der Natur auch auf die Fähigkeiten von Tieren zurückgreifen zu können, was ihn auch ein Stück weit dann später als Erwachsener zum Naturschützer und nicht bloß Großwildjäger macht. Und in dieser Konstellation ist da einiges, wo ich gespannt bin, wie sie das umsetzen werden. Aber das macht Lust auf mehr und obwohl der Trailer relativ lang ist, hoffe ich, dass da noch nicht das ganze richtig blutige Zeug drin verbaut ist, aber ich dachte immer wieder an den Momenten, eine Kugel, zwei Köpfe oder wenn man eine Bärenfalle über den Kopf gezogen bekommt und noch vieles mehr, dass das durchaus eine eigene Kreativität mit sich bringt. Deswegen freue ich mich auf Kraven the Hunter, Aaron Taylor-Johnson, einen Russell Crowe unter anderem dabei und hoffentlich noch genug Elemente, die dann Spaß machen und das kriegt mich erst einmal soweit. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer zu Kraven the Hunter? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.